Fahrzeug, Leute. Ja, LKW, LKW. Ich würde mal jetzt noch Ihre Herzfunktion überprüfen, weil, beziehungsweise ja, auch Ihre Sauerstoffsättigung. Das dauert mal ganz kurz. Moment, ich muss mal ganz kurz das Gerät rausholen. Was haben Sie früher mal so beruflich gemacht? So, geht los, Vorsicht. Früher war ich eigentlich, habe ich nicht wirklich was gemacht. Ich bin eigentlich schon dauerarbeitslos. Dauerarbeitslos, okay. Ja, genau. Also ich versuche mich jetzt hier mit so ein paar Geschäften hier über Wasser zu halten und ja. Das ist nicht ganz so einfach, ne? Nein, überhaupt nicht. Entschuldigen Sie, Ja, und das wissen Sie, LKW wo mein läuft. anderer Kollege hin ist? Ist der ins Krankenhaus gefahren oder? Ich weiß nicht, wir haben keinen Ist der anderen weg Kollegen von hier hier? in der Nähe Haben gehabt. Sie. Okay. Ich weiß nicht, ob er Herr verstorben ist, Fisch? dann mein Beileid, aber wir haben keinen aufgesammelt. Oh, Herr das Fisch? ist Ja, so. traurig. Chris Armin ist an einem Herz-Kreislauf-Tod gestorben. Das ist. Ja, hier oben lag einer. So, so. Erstmal meinen Ausweis. Okay, Herr Scharf, okay. Wunderbar. Also, Ihre Sauerstoffsättigung gefällt mir nicht ganz und gar nicht. Die liegt nämlich bei 75%. Rauchen Sie etwa viel? Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen runtergeschraubt, aber damals so ein bisschen mehr als ein Packerl am Tag war schon drin. Okay. Versuchen Sie mal ein bisschen weniger zu rauchen. Wäre Okay. besser. Ja. Dann kriegen wir vielleicht auch Sauerstoffsättigung wieder hoch. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee, eigentlich nicht so, nein. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente wie ASS, vor allen Dingen Blutverdünner? Oder Paracetamol, Ibuprofen? Ich hatte da mal so eine Zeit, so vor ein paar Jahren, da musste ich sowas nehmen. Aber das war noch auf einem anderen Kontinent. Aber das ist schon lange her. Okay. Sind denn irgendwelche Allergien bei Ihnen bekannt gegen Medikamente? Nein, nicht gegen Medikamente, aber so. Ich habe so Allergie gegen Krise und. Naja, also die habe ich auch. Das ist nicht ganz so schlimm. Also Ja. machen Sie mal keine Gedanken. Wie stark sind denn Ihre Schmerzen von der Skala von 1 bis 10, wo 1 das Schwächste ist und 10 das Stärkste? Ah, schon sehr stark, also ich würde schon sagen 10. 10. Okay, das ist natürlich sehr stark. Ich gebe Ihnen erstmal ein starkes Schmerzmedikament. Wollen Sie die in Spritzenform, Tablettenform oder Zäpfchenform? Hätte ich auch noch mit. Eine Spritze bitte. Eine Spritze, gut. Einmal Ja. bitte die Arme mit Shift und T-Muskel nach oben. Gerne doch. Mal ein schönes Lied singen, damit die Spritze nicht ganz so weh tut. Ich bin auch zwar zärtlich, aber ja. Okay. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. So, wunderbar, das müsste gleich besser Schwimmen werden. Jetzt auf einmal dem bitte auf dem. See. Bitte die Arme nach unten und mal auf den Boden legen. Okay, gerne. Damit ich mir Ah. mal Ihr Bein angucken kann. Jo. Ja, also ich würde mal sagen, Herr Doktor, das müssen wir nehmen, ne? Ja, das sollten wir besser. Mal kurz gucken. So, ja. So, Gut. einmal schön desinfizieren, drei Stiche Au. zunähen, Bepanthen-Salbe drauf und schön Hello Kitty Verband Dankeschön. und schon müsste Dankeschön. gleich besser werden, der Schmerz. Danke, ich merke schon, es wird immer besser, es wird immer besser. Danke für Ihre Hilfe. Ah, das ist super. Und ihr Herz-Kreislauf-System gefällt mir auch langsam besser. Ja. Ich helfe hier mal ganz kurz hoch. Bei 3, 1, 2 und 3. Super, perfekt. So, können Sie mal bitte geradeaus, rechts, links und rückwärts laufen, damit wieder alles geht?
Ja, Super. sollte alles passen, sollte alles passen. Noch einen weiteren Hinweis. Falls Sie jetzt irgendwelche anderen Beschwerden kriegen sollten, Okay. noch gehen Sie bitte ins Krankenhaus. Da wird Ihnen dann auch weitergeholfen. Okay, sehr Und gerne. gehen Sie bitte nach 3, 4 Tagen zum Hausarzt und lassen uns mal den Verband Jo. kontrollieren. Okay, passt. Danke dir. Danke. Danke für die schnelle Hilfe. Gerne wieder. Tschüss. Okay, schönen Tag noch, schönen Dienst noch. Ciao. Tschö. Danke. Microphone Schöne Aare activated. Verbaustelle, medizinisches Anliegen. Negativ, wir haben gerade nur ein verfügbares Fahrzeug, der jetzt gerade den Günther Groß übernehmen muss. Kommen. Das ist so verstanden. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt ist mal bei der Leitstelle, ich bin heute nicht Ja. so wirklich gut drauf gefunden. Gregory House von Leitstelle kommen. Gary House kommt. Bitte einmal technisches Anliegen, Zuckerrohrplantage an Trakia übernehmen kommen. Einverstanden. Dr. Mal vom Fisch an der Leitstelle.